Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch im schönen sonnigen Rift und wir können gemütlich unsere Beine hochlegen und ein wenig entspannen. Oder auch nicht, denn wir haben direkt die nächste Quest. Der König hat nach uns gerufen. Und da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. Ich sehe gerade, hier ist noch ein Buch, was wir uns angucken können. Die schärfste Klinge. Ah, da ist er schon. Hauptmann Kriegshammer hat euch also gefunden. Gut. Ich bin bereit, dem Wurmkult ein Ende zu machen. Mir geht es genauso, meine Freundin. Und es ist gut, dass ihr bei uns seid, denn es gibt viel zu tun. Die Würmer haben sich in Trollhättan versteckt, aber hört auf meine Worte. Heute stirbt Manimarkus Brot. Was für eine Ansammlung von Paktkriegern. Die Zeit ist reif, um dies zu beenden. Wie kann ich helfen? Die Magier des Wurmkults bewachen den Durchgang nach Trollhättan. Ein Großangriff wäre Selbstmord, aber eine kleine Streitmacht könnte durchbrechen. Insbesondere mit euch an ihrer Spitze. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Macht die Verteidigung der Würmer unschädlich. Tötet sie, wenn ihr müsst, aber lasst noch welche für uns übrig. Während ihr die Schutzzauber eine nach dem anderen aufhebt, sichern wir die Höhlen hinter euch. Für Iskamor! Für den Ruhm! Ich werde das erledigen. Ihr müsst den Weg freimachen. Es ist nötig, Sinmoor zu erreichen, bevor es zu spät ist. Wenn ich diesen Sturm anführen soll, dann gebt mir auch jemanden zum Anführen. Ihr habt das Herz von Iskramor, meine Freundin. Ja, zwei Klingen sind gefährlicher als eine allein. Sprecht mit Holgun, schreitet in Asche und Waldam Andoren. Wählt einen Gefährten und reißt die Würmer in Stücke. Ach so, ich wollte gerade sagen, würde ich gern, wenn ich wüsste, wo die sind. Ich weiß schon, wen ich nehme, deswegen rede ich erstmal mit den anderen. Wie immer an vorderster Front, was? Wir haben beim Angriff auf diese Höhlen viele Soldaten verloren. Die Würmer tragen Fässer mit entzündlicher Flüssigkeit. Also Vorsicht, wenn ihr Fässer seht. Okay, ich will jetzt nicht. Ich glaube, sie ist Heiler, nehme ich mal an. Mögen die Wasser euch beschützen. Ihr werdet erfolgreich sein. Denkt daran, ihr müsst nicht gegen alle Feinde kämpfen. Vermeidet Kämpfe durch Verstohlenheit und Schlauheit. Spart euch eure Kräfte für Sinmur, den wahren Feind, auf. Ich will jetzt nicht weitergehen, weil ich nicht weiß, ob ich das dann trigger, dass das automatisch angenommen wird. Habt ihr die Bruchstücke von Wutrath? Ohne sie ist Sinmur äußerst schwierig zu besiegen. Wenn ihr die Bruchstücke nicht habt, solltet ihr Freunde zu Hilfe holen. Ihr könnt mir Hilfe anbieten? Wenn ihr wünscht, kann ich euch eine Heilerin anbieten, die euch begleitet. Nein, Warum möchte sind ich meine Hände nicht. Immer kalt? Dann doch lieber schreitet in Mögen Asche. Die Wasser euch beschützen. Ihr werdet erfolgreich sein. Denkt, die Wasser fließen tief und schnell in Trollhättan. Selbst Champions können davon fortgerissen werden, wenn sie allein sind. Ich habe euch einen Feuermagier anzubieten, der euch bei eurer Aufgabe begleiten könnte. Ich nehme euer Angebot an. Ihr seid weise. Der Feuermagier, den ich ausgewählt habe, wird euch nicht enttäuschen. Ja, das will ich doch hoffen. Da kommt er. Natürlich auch in Argonia. Dann lasst uns mal hier reinstürmen. So, zerstört die Schnitterkugel. Wir haben hier noch eine Quest. Ich würde sagen, das nehmen wir auch direkt mal mit an. Oder auch nicht. Wir haben jetzt nur ein Parkamulett erhalten. Was das bringt, weiß ich noch nicht so genau. Sagt mir einfach, dass ich es überstehe. Hier soll irgendwo ein Buch sein. Da. Nein, 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 nein. Oh. Ich wollte eigentlich abkürzen, aber das war keine gute Idee, hier abzukürzen, wo nichts ist. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder? Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer fucking Ernst? Ja, geiles Spiel. Ah, jetzt kommen wir wieder hoch. Okay. Heieiei. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, oh, ja, kürze mal ab, springst du mal rüber.
Wobei ich das nicht so wortwörtlich meinte mit dem Rüberspringen, aber okay. Gebt so. Acht. Was denn? Warum denn? Worum geht's? Das sind wahrscheinlich diese explosiven Fässer, nehme ich mal an, die sie... Beziehungsweise die der eine, glaube ich, eben meinte. Ist aber keiner hier, um die Fässer anzuzünden. Von daher ist das eh egal. So. Hm, da kann man nichts sammeln. Schade. Hier scheint auch schon einer durchgelaufen zu sein. Das ist natürlich immer sehr praktisch. Klar gibt das weniger XP, aber... Magie, verschließt das Tor. So, wir müssen da runter. Ja, ich kenne jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Aber ich komme, glaube ich, nicht durch die Tür, oder? Ja. Doch, wir kommen durch die Tür. So, da müssen wir die nächste Kugel zerstören. Wo kommt der denn jetzt her? Hat der mich jetzt erschreckt? So, da unten sind wir. Da sehe ich überhaupt nicht, wer das ist. Freund oder Feind. Aber scheint alles freundlich zu sein. Endlich aus diesen Höhlen raus. Ne? Finde ich auch. Schlimm hier. So, da wir hier wahrscheinlich nicht mehr hinkommen werden. Also gut, hier gibt es natürlich, wie ihr oben rechts sehen könnt, hier gibt es einen Wegschrein. Man könnte hier nochmal hin. Aber ich würde das ehrlich gesagt gerne in einem machen. Wir werden von einer Plage toter Riesen überrannt. Ein Fluch der Wurmkultisten. Wie kann ich helfen? Tötet ihre Geistheilerin, Kerelia Lucullus. Ihre Macht erlaubt es ihnen, die Riesen zu beschwören. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, die ist nicht hier. Endlich aus diesen Höhlen raus. Da muss ich erstmal... Achso, okay. Wie endlich aus den Höhlen raus? Wir sind doch jetzt schon die ganze Zeit aus den Höhlen raus. Riesen! Ja. Ist aber nicht so schlimm. Wir müssen erstmal woanders hin. So. Wo ist sie denn? Da. So, das haben wir schon mal abgeschlossen. Die steht jetzt irgendwo hier. Nee, hier. So. Endlich Ruhe. Oder eben so viel Ruhe, wie es in Rift derzeit geben kann. Ich hatte schon befürchtet, dass die Riesen uns nie in Ruhe lassen würden. Aber jetzt werden sie es? Ja. Ohne die Beherrschung durch die Geistheilerin haben die Riesen es nicht mehr auf uns abgesehen. Ich spreche euch meinen Dank aus. Gerne, gerne. So, wir müssen da noch eine Kugel zerstören. Von den Seiten! Specht, sprecht mit Wiegrot Gespenstertod. Den kennen wir doch schon. Der ist hier in der Höhle. Da ist er. Andere haben gezweifelt, aber ich wusste, dass ihr es schafft. Es ist schön, euch zu sehen, Wiegrot. Hervorragend. Ihr habt den Pass für uns freigemacht. Ich lasse sofort meine Truppen vorrücken. Vor uns liegt die letzte Hürde. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Was kommt als nächstes? Wir müssen uns durch die letzten Wurmkultisten kämpfen, die noch vor uns liegen. Dann stellen wir uns Sinmur und Talik. Diese Verschmelzung ist ein Gegner, der Iskramors würdig wäre. Doch es obliegt uns, sie beide zu bezwingen. Wie können wir sie dann besiegen? Wir müssen sie voneinander trennen.
Wenn Sinmur großen Schaden erleidet, wird das die Geister auseinanderreißen. Dann sind beide verwundbar. Für diese Aufgabe sind entweder die Bruchstücke von Wutrat oder mächtige Gefährten nötig. Ich bin bereit. Jorun, der Skaldenkönig, und seine Wachen sind bereits in den Ruinen. Ihr braucht entweder die Bruchstücke oder Mitstreiter, um dort drinnen zu überleben. Wo kann ich Bruchstücke finden? Unsere beste Hoffnung ist jemand, der gesehen hat, wo ein Bruchstück gelandet ist. Nördlich von hier ist das Flüchtlingslager vom verlorenen Ausblick. Ich würde dort anfangen. Was könnt ihr mir noch über die Bruchstücke von Wutrat sagen? Vor langer Zeit setzte Iskramor Wutrat ein, um Sinmur zu erschlagen. Diese Tat verlieh der Axt große Macht gegen den Riesen. Selbst Wutrats Bruchstücke können ihm beträchtlich schaden. Wie? Valdam Andoren hat eine Methode entwickelt, um die Kraft in jedem Bruchstück zu zügeln und sie gegen Sinmur zu wenden. Er wird die Bruchstücke, die ihr gesammelt habt, in die Runenschalen legen. Aktiviert diese Feuerschalen, um die Macht der Bruchstücke gegen Sinmur zu entfesseln. Können wir Sinmur ohne Wutrats Bruchstücke besiegen? Vielleicht, aber nicht allein. Wenn ihr vorhabt, ohne Bruchstücke gegen ihn zu kämpfen, dann sucht andere mächtige Krieger wie ihr selbst. Ihr habt wenig Aussicht, einen Riesen allein zu besiegen. Denkt daran, Iskramor kämpfte an der Seite von 500 Gefährten. Ach, das schaffe ich doch locker. So, den haben wir jetzt freigeschaltet, oder? Das wird mir jetzt gar nicht so richtig angezeigt hier auf der Karte. Doch, der ist jetzt weiß. Okay. Dann gehen wir einmal weiter. König. Wir müssen Sinmur und den Wurmkult ein für alle Mal besiegen. Seid ihr bereit? Ja. Was muss getan werden? Wir müssen weiter vorstoßen. Sonst ist alles verloren. Folgt mir. Wohin? Jetzt geht der hier auch Bleibt so. Bei mir, Freunde. Wir stellen uns gemeinsam dem Kult. Ihr steht dem Skaldenkönig gegenüber, Würmer. Kommt und sterbt durch meine Klinge. Was hält der jetzt hier so viel aus? Die anderen waren irgendwie schneller da unten. So, nu? Kommt, König, folgt mir. Ihr seid mir wirklich zu langsam. Oh, besiegt 20 Widersacher. Sehr schön. Die Klassenfähigkeiten. Tretet vor, Sinmur! Freunde, aktiviert die Bruchstücke von Wutrat, während ich die Bestie ablenke. Wir werden euch vernichten. Komm, dann dauert das nicht so lange. Jetzt! Töten! So. Bei Shores Knochen! Das Monstrum ist tot! Gut gemacht, Freunde! Gut gemacht! Jo. Bei Kühnes Atem. Kann das sein? Wow. Die 500 Gefährten! Sinmur ist tot! Ihr habt heute einen großen Sieg errungen. Iskramor, ich bin unwürdig. Erhebt euch, Skaldenkönig Jorun. Erhebt euch und begrüßt mich als der wahre Champion des Nordens, der ihr seid. Ihr habt nicht nur die Nord vereint. Die alten Elfen und das listige Echsenvolk stehen auch an unserer Seite. Ich hatte Hilfe, mein Lehnsherr. Eure Champions, wir kennen uns. Vor euch liegt ein steiniger Weg. Aber jetzt feiert erst einmal euren Sieg. Ich danke euch, Iskramor. Gefährten,
Ein dreifach hoch auf den Skaldenkönig und seine tapferen Champions. Die Wurmzerquetscher und Riesentöter. Nochmal! Noch einmal! Für den Pakt und den Norden! Das ist ja so ein bisschen wie bei den Unerschrockenen. Wir reiten nach Sovngarde! Wollt ihr noch was sagen? Okay. Tamriel! Nein. Gut gemacht, meine Freundin! Möge Sinmur nie mehr auferstehen und uns heimsuchen. Ist er endlich tot? Ja. Sinmur und der Wurmkult wurden zermalmt. Aber Iskramors Warnung macht mir Sorgen. Was könnte er meinen? Findet Vigrod Gespenster tot. Er sollte draußen sein. Das muss ich überdenken. Okay, dann überdenkt ihr das mal, während ich nach draußen laufe. Ich denke mal, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurück, ne? Wo wir da durch sind. Ah ne, er ist direkt schon hier. Was ist dort drin passiert? Geht es Jorun gut? Sinmur ist tot, Vigrod. Um ehrlich zu sein, befürchtete ich, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Rift steht endlich wieder unter Kontrolle des Pakts. Also. Ich hoffe, der Wurmkult wurde zerschlagen. Aber ich fürchte, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Ihr glaubt, dass die Würmer nur Bauern in diesem Spiel waren? Ja. Wie Iskramor sagte, sitzen ihre Herren in Kalthafen. Uns bleibt nur eine Invasion. Ich muss nach Gramfeste zurückkehren, meine Freundin. Ich hoffe, euch dort zu sehen. Ja, und wir haben eine einhändige Keule von Erbe des Draug bekommen. Und einen Fertigkeitspunkt. Ja, er hat mich eingeladen, aber es kommt sonst keine Quest mehr. Das heißt, dass die dann wahrscheinlich am Zielort erscheinen wird. Ist heute mal wieder eine etwas kürzere Folge gewesen, ist aber nicht schlimm, weil ihr kennt das ja von mir. Ich mache immer da einen kleinen Cut, wo die Geschichte halt eben zu Ende ist. Und die ist an dieser Stelle leider, naja, zu Ende noch nicht, aber hier da kann ich nochmal kurz gucken übrigens, fällt mir gerade ein, hier hat der, wo ist es denn hier? Der Teil, genau, von Rift hat hier nämlich aufgehört. Wir müssen allerdings nochmal schauen in der nächsten Folge, ob ich irgendwo hier die Sache mit dem Brutsumpf noch beenden kann. Vielleicht ist das auch einfach nur irgendeine Sache, wo wir was abgeben müssen oder so. Also mit jemandem sprechen. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil in Schattenfinn hatte ich nichts mehr offen. Und in Ostmarsch, da soll ich irgendwo mit Wiegenbruch noch was machen. Ich meine mich zu erinnern, dass das der Teil war, wo Riesen eine Rolle spielen. Aber da bin ich nicht hingeführt worden mit der Hauptquest. Deswegen, die zwei Sachen werden wir noch machen. Dann haben wir endlich den silbernen Teil von Catwells Almanach beendet. Und damit können wir dann auch endlich mal die Magiergilde bzw. die Kriegergilde angehen. Weil ich hatte ja gesagt, wenn ich hier mit diesem Teil zu Ende bin, dann werde ich in die nächste Region gehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier einen kleinen Cut und in der nächsten Folge schaue ich mal. Ich denke mal, dass wir dann bei Schattenfan noch mal kurz reinschauen. Und danach Ostmarsch war es, glaube ich, nochmal reinschauen. Da werde ich mal gucken, wo ich das dann finde mit der Quest. Und ja, dass wir das Ganze halt eben wirklich zu Ende machen können und den Pakt damit abschließen können. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.